keine Gnade und keine Regeln. Man verliert völlig die Orientierung. Ich will es knallen hören. Die ist total irre. Diesmal besuchen wir das krisengeschüttelte Israel, die Heimat einer absolut gnadenlosen Kampfsportart namens Krav Maga. Bei 10 Gegnern kriegt jeder Angst. Ich bin Jimmy Smith, Profikampfsportler und Ex-Mathelehrer aus L.A. Morgen kann ich nicht mehr gehen. Ich bin Doug Anderson, Irak-Veteran und Kampfsportamateur aus New Jersey. Man kämpft, bis der Gegner am Boden ist. Israel ist eine weitere Station unserer Reise, auf der wir die härtesten Kampfsportarten der Welt kennenlernen wollen. Das ist unsere Fight Mission. Das ist das alte Jerusalem. Unglaublich. Das Erste, was mir zu Jerusalem einfällt, ist seine religiöse Vergangenheit. Der zweite wichtige Aspekt ist Krieg. Diese Stadt war schon immer in Konflikte verwickelt. Kein Wunder, dass sich hier ein Ghetto-Kampfstil wie Krav Maga entwickelt hat. Krav Maga ist mit Abstand der härteste Kampfstil, dem ich je begegnet bin. In den nächsten 5 Tagen werden Jimmy und ich bei 2 von Israels erfahrensten Krav Maga-Meistern trainieren. Danach werden wir im Finale gegen eine ganze Gruppe von Gegnern antreten. Wer hier siegen will, muss nur eins schaffen. Am Ende noch stehen. Was erwartest du? Das frage ich mich auch. Bei diesem Kampfstil werden immerhin Menschen getötet. Er ist einzig und allein für den Krieg gedacht. Willkommen in Israel, der Heimat von Krav Maga. Seht zu und lernt. Im Vergleich zu anderen Kampfrichtungen ist Krav Maga sehr modern. Es wurde kurz vor dem Zweiten Weltkrieg erfunden und war ursprünglich eine Verteidigungstechnik der Juden gegen Nazi-Übergriffe. Hier ist nicht so wie gewohnt. Kein Tänzeln, kein Austarieren. Nur Augen zu und den Gegner ausschalten. Jede Kombination beginnt hier mit einem Tritt in die Weichteile. Sie zielen bewusst auf Körperteile, die sonst absolut tabu sind. In 5 Tagen werdet ihr hier gegen unsere besten Kämpfer antreten. Doug, du kommst mit mir nach Hadera. Jimmy, du kommst zur Army. Ran Nakash leitet die Ausbildung der israelischen Elitetruppe IDF. Genau um die Körperteile, die in anderen Kampfsportarten tabu sind, geht es also beim Krav Maga. Lenden, Augen, Wirbelsäule. Weg mit ihm, und zwar schnell. Ran bringt mich zum Training ins legendäre Wingate-Institut. Es gibt keinen besseren Ort, um die Militärvariante von Krav Maga zu lernen. Ich war noch nie auf einem Militärstützpunkt. Mein Vater war in den 60er Jahren bei der Air Force, hat aber seinen Beruf gehasst. Daher habe ich als Kind nicht viel mit dem Militär am Hut gehabt. Jetzt bin ich bei der Army. Ich soll in den kommenden 5 Tagen nicht nur Krav Maga lernen, sondern auch wie ein israelischer Soldat leben. Ich muss mich an die Uniform erst gewöhnen. Ich habe schon die verschiedensten Kampfanzüge getragen, aber wie ein Soldat zu leben, ist nochmal was ganz anderes. Es bedeutet eine viel höhere Belastung für mich. Okay, Leute, das ist Jimmy, unser neuer Rekrut. Heute geht es um die Verteidigung gegen einen Messerangriff. Das Manöver geht so. Greif an. Dieser Winkel, das ist Schritt 1 und das Schritt 2. Hier gibt es mehrere Varianten. Tritt in die Hoden, Knie ins Gesicht oder Faust auf den Hinterkopf. Nach 1 und 2 folgt 1, 2 und 3 auf den Kopf. Okay, let's go.
Eine Grundregel beim Krav Maga besagt, dass jede Verteidigung zugleich ein Angriff sein muss. Vergiss den Hinterkopf nicht. Beim Krav Maga geht es aber nicht nur um Bewegung und Technik. Laut Ran ist es vor allem ein Gemütszustand und der Schlüssel dazu ist Aggression. Fühlt sich an wie eine Rüstung, in sowas habe ich noch nie trainiert. Als nächstes soll ich lernen, mit einem prügelnden Mob zurechtzukommen. Komm hier rüber. Du schirmst diese Seite ab. Keiner darf durch, okay? Ich lasse alle auf Jimmy los, damit er lernt, einen kühlen Kopf zu bewahren. Wenn auf dich geschossen wird, musst du deinen Kopf einsetzen. Das war erst der Anfang. Das war echt krass. Bei 10 Gegnern kriegt jeder Angst. Aber man kann beim Krav Maga nicht aufgeben. So viel habe ich kapiert. Wie lange trainierst du schon? Seit ich 7 oder 8 Jahre alt war. Krav Maga ist mein ganzes Leben. Avivit Cohen ist die erfolgreichste Frau in der Welt des Krav Maga. Sie lehrt die nicht-militärische Variante des Kampfstils, die von dem Ungarn Imi Lichtenfeld begründet wurde. Avivit ist ganz sicher ein Kampfprofi. Dass ihr Studio in einem Luftschutzbunker ist, beunruhigt mich allerdings schon etwas. Willkommen in der Hölle. Das mit dem Bunker war also kein Witz? Die Jungs hier sind deine Trainingspartner. Du bekommst 2 Shirts mit dem Krav Maga-Symbol drauf und ein paar Hosen. Zieh dich um, dann fangen wir an. Bei der Vorstellung hatte ich das Gefühl, die anderen können es nicht erwarten, mir die Zähne einzuschlagen. Nichts geht über einen herzlichen Empfang. Doug, wo bleibst du? Ich mach's euch vor. 1, 2, dann direkt aus der Schulter. Nun zu den Ellenbogen. Wenn du mir zu nahe kommst, mach ich so. Oder so. Die ist total irre. Ich habe noch keinen Ausbilder erlebt, der dir als allererstes mit dem Ellbogen eins verpasst. Ich war von den Socken, weil ich null damit gerechnet hatte. Aber so lernt man sehr schnell. Bevor ich weiter trainiere, will Avivit sehen, was ich drauf habe. Ich soll der Reihe nach gegen alle Schüler antreten. Ich will sehen, was er aushält. 5 Gegner, jeweils 30 Sekunden lang. Sie greifen mich nacheinander an. Das heißt, die sind ausgeruht, während ich immer müder werde. Die schubsen mich echt ins kalte Wasser. Ready, go! Stopp, lass die Handschuhe an. Ich glaube, der erste Zahn wackelt schon. Er hat mich mehrmals erwischt, aber da muss ich durch. Hoffentlich behalte ich meine Zähne. Das ist krass. Die machen mich alle.
Letzte Runde. Gib alles, was du hast. Stop. Doug, are you okay? Ich habe eine Fußklammer probiert. Aber das Problem sind die Handschuhe. Und die Tritte ins Gesicht. Die sind echt nicht ganz dicht hier. Jimmy, guten Morgen. In 7 Minuten draußen antreten. Ich glaube nicht, dass ich heute eine ruhige Kugel schieben kann. Ich muss auf alles gefasst sein. Heute ist mein 2. Trainingstag bei der IDF. Als erstes soll ich lernen, ein ungeladenes Gewehr als Waffe einzusetzen. Nein, nicht hier drin. Nur draußen. Wenn da noch Munition drin wäre, hätten wir ein echtes Problem. Hoch. Nummer 1. 1. 2. Und wieder runter. That's it. Oh. Very good. 1, 2, 3, 4, 5. Go inside. Yes. Genau diese Abfolge übst du jetzt unter Angriffsbedingungen. Du musst sie alle angreifen. Nur mit der Waffe? Das ist deine erste Lektion. Eine absolute Grundlage. Die Waffe ist effektiver als deine Hände und Füße. Bis heute hatte ich noch nie ein Maschinengewehr in der Hand. Das ist völliges Neuland für mich. Man verliert völlig die Orientierung, weil sie von allen Seiten kommen. Panik bringt nichts. Man schlägt einfach zurück, als würde man auf einem Marktplatz kämpfen. Als nächstes muss ich die Übung mit geschlossenen Augen wiederholen. Bisher lief mein Kampftraining immer streng kontrolliert ab. Ich wusste, wann, wo und nach welchen Regeln gekämpft wurde. Das hier ist das genaue Gegenteil. Man kämpft immer, überall und ohne jede Regel. Das ist der Unterschied und das macht es so schwierig. Heute ist mein 2. Tag mit Avivit und die Prügel von gestern beschäftigen mich noch immer. Unser Ziel ist ein Palmenhain nahe der jordanischen Grenze. Hier soll ich meine ersten Krav Maga-Techniken einstudieren. Am wichtigsten ist bei einem Straßenkampf, dass man die Stellen des Angreifers trifft, die am verwundbarsten sind. Also Augen, Beine, Nase, Knie und Hoden. Geht und versteckt euch hinter den Bäumen dort. Doug, du siehst mir einfach zu. Bei Avivit sieht es einfach aus, aber ihre Schüler haben sicher einen Heidenrespekt vor ihr. Vor mir werden sie kaum so viel Angst haben. Keiner mehr übrig. They're dead. Go. Es ist der Wahnsinn. Der Kampf ist echt. Niemand bricht ab, wenn es zu hart wird. Man kämpft, bis der Gegner am Boden ist und rennt weiter.
Steh auf. Das war keine Glanzleistung. Kämpf niemals mit deinem Gegner am Boden. Hättest du mit mir gekämpft, hättest du Sand in die Augen bekommen. Dann bist du völlig blind. Sie hat recht. Ich ziehe instinktiv immer den Bodenkampf vor. Aber in einem echten Kampf mit mehreren Gegnern, die vielleicht auch noch bewaffnet sind, ist das eine schlechte Wahl. Die würden mir an den Kopf treten. Avivit schickt mich nochmal auf diesen Spießrutenlauf. Jetzt werde ich alles tun, um auf den Beinen zu bleiben. Nicht auf den Boden! Du bist erledigt, du kannst aufhören, du bist erledigt, Doug. Das wird hart. Nach dem Gewehrtraining von heute Morgen soll ich zum Abschluss noch eine weitere Übung absolvieren. Ich muss gegen die schwersten Jungs antreten und die werden mich durch den Wolf drehen. Das weiß ich jetzt schon. Der Sinn dieser Übung ist, dass du lernst, unter Stress zu arbeiten. Wenn zum Beispiel auf dich geschossen wird, musst du trotzdem deinen Auftrag ausführen. Dein Auftrag ist jetzt, den Sandsack zu attackieren. Und die anderen werden dich schlagen, zerren, schubsen. Aber du darfst sie nicht anfassen. Nur eine Minute. One minute. Go! Los, schlag auf den Sandsack! Beim Jiu-Jitsu oder beim Boxen schlägt man sich nicht mit einem stärkeren Gegner. Aber hier geht es nur auf die harte Tour. Als Soldat muss man jedes Hindernis überwinden. Wenn man an 10 Gegnern vorbei muss, dann ist das eben so. Das war eher ein Bullenritt als ein Kampf. Unglaublich. Du darfst niemals zu Boden gehen. Da warten noch drei auf dich. Das ist deine heutige Lektion. Steh auf und fang nochmal an. Ich bin total am Ende, aber Avivit will noch einen Durchgang von mir sehen. Niemals zu Boden gehen, Doug. Jetzt keine Zeit verschwenden. Beim Krav Maga kannst du alles benutzen, was du am Boden findest. Man kann damit zuschlagen wie mit einem Gewehr oder Stock. Alles ist erlaubt. Keine Gnade und keine Regeln. Ich bin sicher, dass Avivit einen Dachschaden hat. Kein normaler Mensch verhält sich so. Und ich habe mit vielen Leuten gekämpft, als ich in der Army war. Und auch sonst eine Menge krankes Zeug erlebt. Aber sie sprengt jeden Rahmen. Das ist abartig. Am dritten Tag meines Trainings im Ausbildungslager zeigt mir Rans rechte Hand Eitan, was guter altmodischer Militärdrill ist. Ihr lauft zum Wasser, kriecht 2 Meter und lauft dann zu mir zurück. Ready? Go! Go, 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 go! Eitan ist genau wie Ran ein Krav Maga-Meister und auch nicht weniger rücksichtslos. Go, 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 go! Nächste Übung. Ihr kriecht so lange, bis ich pfeife. Dann lauft ihr zu mir zurück, so schnell ihr könnt. As fast as you can. Go! Go, Timmy, go! Ich liebe das Meer, aber im Sand zu trainieren ist verdammt hart. Die setzen bei allem noch eins drauf. Die nächste Übung soll das wirkliche Leben simulieren. Auf diesem Hügel sind eine Menge fieser Leute, die dich angreifen und versuchen, dich zu töten. Wenn du dich nicht verteidigst, stirbst du. Bleib immer in Bewegung und greif alle an. Keep attacking.
Are we clear? Yes, sir. Go, 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 go. Go, go. Come on, come on, come on. Come on. Wie fandest du die Übung? Hart, Sir. Und deine Technik? War nicht ausreichend, Sir. Ganz genau. Die nächste Runde machst du ohne Waffe. Yes, sir. Now. Und diesmal enttäuschst du mich nicht, verstanden? Yes, sir. That's the dude. Get him down. Wirf ihn zu Boden, Jimmy. Jimmy, get out! Get out! Get out! Get out! Get out, Jimmy! Get out! Get out! Get out! Go, go, go! Don't give up, Jimmy! Come on, come on, come on! Come on, come on, come on! Go! Stop! Man kriegt kaum Luft. Die Lungen sind voller Salz. Die Übung war schlimm. Mir wird nicht so leicht schlecht. Aber nach der zweiten Runde war ich kurz davor zu kotzen. Nach einem Morgentraining im Studio bringt mich Avivi zum tiefstgelegenen Punkt der Welt. Dem Toten Meer. Kommt runter, Jungs! Will jemand schwimmen gehen? Als ob man in Olivenöl badet oder so. Der hohe Salzgehalt bewirkt, dass man nicht untergeht. Wie auf einer unsichtbaren Luftmatratze. Verrückt. Das erste Mal seit 2 Tagen fühle ich mich richtig entspannt. Doch irgendwas sagt mir, dass dies nicht lange anhalten wird. Heutiges Thema sind Würgegriffe. Wenn er dich runterziehen will, schlägst du ihm in die Hoden. Dann zieh seinen Kopf zurück, siehst du? Du kannst auch auf Augen, Haare oder Hals zielen. Auf jeden Fall wirf ihn um. Wir trainieren im Wasser, weil es hier viel schwerer ist, die Balance zu halten. Der Auftrieb verhindert, dass man stabil am Boden steht. Eigentlich ist das hier eine Gleichgewichtsübung. Wieso hast du Socken an? Ich dachte, das soll ich. Ein harter Amerikaner in Socken. Sei froh, dass du eine Frau bist. You sit up, stand, pass. Weil ich noch immer zu lang zum Aufstehen brauche, lässt mich Avivi zum Abschluss noch Krav Maga Sit-Ups machen. And go! Ich will es knallen hören. Komm, noch 5, ohne Hände. Los, noch ein! So verrückt sie auch ist, nach dem heutigen Tag weiß ich, dass Avivi sich wirklich um mich kümmert. Sie zeigt es auf ihre Art, aber sie will mich unbedingt optimal aufs Finale vorbereiten. We are Krav Maga. It's not like a Krav Maga ist kein Thai-Boxen und kein Jiu-Jitsu. Das ist die Realität der Straße. Und hier geht es nur ums Überleben. Jimmy, good morning. Morgen, Jimmy. Gut geschlafen? Ja, Sir. Heute ist mein letzter Trainingstag bei der IDF. Eitan zeigt mir gerade, welche Waffen hier schon eingesetzt wurden. Mit diesen Messern wurden israelische Soldaten von der Hisbollah angegriffen. Sie haben aus einem Feuerzeug ein Messer gemacht. Wie bei uns im Gefängnis. Weißt du, was das ist? Sieht aus wie eine Nagelfeile. Bei dieser Mentalität steht man ständig unter Spannung. Selbst inmitten von Soldaten ist man nicht sicher. Man muss rund um die Uhr wachsam sein. 7 Tage die Woche.
Um das zu verdeutlichen, bringt mich ran in eine gefährliche Gegend, wo ich zur Übung auf Streife gehen soll. Das ist ein ziviles Viertel. Schusswaffen sind hier tabu. Also braucht man die Kampftechnik, die du im Studio gelernt hast. Yes, sir. Let's go. Sehr gut, Jimmy. Weiter. Diese Übung verlangt volle Konzentration. Man muss genau aufpassen, woher die Angreifer kommen. Go, Jimmy, go! Very good. Sehr gut. So habe ich auch mal Spaß. Alles klar bei dir? Ich kämpfe sonst mit den Händen, nicht damit. Also zögert man erst, blockt mit dem Gewehr ab und führt dann die ganze Bewegung aus. Darum geht es hierbei, alles einzusetzen, was man hat. Ich muss dich jetzt für das Finale am Freitag vorbereiten. Dann musst du alles zeigen, was du bis heute gelernt hast. Wenn du zu Boden gehst, werden sie alle über dich herfallen. Im Finale werde ich von einem Haufen Gegner umzingelt sein, die mich mit Waffen oder bloßen Händen angreifen. Ich muss schnell reagieren und für jeden die richtige Verteidigung finden. Go! Warte, wenn mich jemand wirkt, dann schlage ich ihm in die Hoden und blocke ihn mit dem Ellenbogen. Siehst du? Full power, okay? Voller Einsatz, los! Es passiert alles gleichzeitig. Man muss alles im Blick haben und sich trotzdem auf seine Technik konzentrieren. Ich nehme vieles noch nicht ernst genug. Die haben Messer und ich reagiere, als wäre es ein Boxkampf. Das Finale wird kein Sportwettkampf sein. Es wird eher so eine Art Gefängnisprügelei werden, bei der man überleben muss, bis einem jemand zur Hilfe kommt. Du musst in Bewegung bleiben. Jetzt waren es nur 4, aber im Finale sind es 10 bis 15 Angreifer. Jimmy, ich erkläre dir jetzt das Finale. Du wirst gegen 10 unserer besten Kämpfer antreten, und zwar jeweils 15 Sekunden. Sie werden dich einkreisen. Du stehst allein in der Mitte, klar? Yes, sir. Zieh dich um und dann wird gekämpft. Yes, sir. Das Finale wird hart. 15 Sekunden mal 10 ist eine halbe Ewigkeit, wenn man da drin steht. Ich weiß inzwischen immerhin, dass es beim Krav Maga auf deine Angriffslust und Konzentrationsfähigkeit unter Stress ankommt. Das verlangt Durchhaltevermögen. Echt hart. 15 Sekunden für jeden. Dein Geschrei beeindruckt hier keinen. Du bist doch kein Mädchen. Also steh auf und kämpf weiter. Sei stark, Jimmy. My thighs are shot.
Meine Schenkel sind im Eimer. Die letzten Tage haben sie so viel abgekriegt, dass ich kaum noch stehen kann. Damit kämpfen geht schon gar nicht. Bereit, Jimmy? Yes, sir. Sei stark. Yes, sir. No pain. Du wirst weiter angreifen, egal wie weh es tut. Ready. Und schon kriege ich den nächsten Schlag auf meine ledierten Schenkel. Jetzt ticken die Jungs völlig aus. Das war's. That's it. Meine Schenkel, Manest, der Riese da, hat sie gleich am ersten Tag so weich geklopft, dass ich nur noch gehumpelt bin. Und heute haben alle diesen Schwachpunkt gnadenlos ausgenutzt. Ohne Kraft in den Oberschenkeln fehlt dem Körper jede Unterstützung und man wird zum lebenden Sandsack. Wenn ich morgen noch gehen kann, wäre das ein wahres Wunder. Heute ist mein letzter Tag im Wingate-Institut und nach gestern ist jedes weitere Training für mich unmöglich geworden. Meine Beinmuskeln sind so fertig, dass ich meine Schenkel nicht mal mehr spüren kann. Ich habe wie ein Soldat gelebt. Sie akzeptieren mich als einen der ihren. Und das ist mir wichtig. So, Jimmy. Yes, sir. Die Woche ging schnell vorbei. Danke, Sir. Für mich war es wie eine Ewigkeit. Fühlst du dich bereit für morgen? Ich werde bereit sein. Ich werde mich bis morgen schon wieder erholen. Ich gebe nicht auf, Sir. Danke für alles. Ich werde morgen alles geben. Ich hatte ganz schön übertrieben. Es würde mindestens eine Woche dauern, bis ich meine Schenkel ganz erholen. Ich hoffe nur, Doug ist besser in Form als ich. Alles klar bei euch? Schön, dich wiederzusehen. Du kennst Israel erst, wenn sie dich verprügelt hat. Auf einer Skala von 1 bis 10 gebe ich dieser Woche eine 37. Echt verrückt. Selbst beim Training kämpfen die bis zum letzten Blutstropfen. Lass uns abhauen, das Pfeilchen kannst du hier lassen. Ich hab's auch satt, mich vermöbeln zu lassen. So, Avivit, vielen Dank. Ich habe eine Menge gelernt von dir. Selbst beim Umarmen gehe ich vor die Entdeckung. Solltest du auch. Wir sehen uns in meinen Albträumen. Wie denkst du über morgen? Bei dem Kampf bringen konventionelle Techniken nichts. Es geht nur darum, sich einen Weg durch einen Haufen Angreifer zu schlagen. Allerdings war das Training extrem hart und mir tut wirklich alles weh. Wie war es bei dir? Klingt blöd, aber ich habe diese Woche dem Tod mehrmals ins Auge geblickt. Leute, die ich nicht mal kenne, waren entschlossen, mich zu töten. Egal, ich bin bereit für morgen. Vor allem mental. Heute findet das große Finale statt und Jimmy ist als Erster dran. Er bekommt einen Tiefschutz, Handschuhe und Schienbeinschoner, aber keinen Schutz für die Oberschenkel. In wenigen Minuten hast du es hinter dir. 10 Gegner kämpfen jeweils 15 Sekunden gegen Jimmy. Und er kann nur siegen, wenn er bis zum Schluss auf den Beinen bleibt. Wenn ich zu Boden gehe, stehe ich wieder auf. Ganz einfach. Jimmy tritt nacheinander gegen 10 Mann an, die mit voller Energie auf ihn losgehen werden. Schon beim dritten Gegner wird seine Kraft nachlassen, aber dann sind immer noch 7 übrig. Das ist einfach nur irre. Ich will dich kämpfen sehen. Du machst weiter bis zum Schluss, okay? Triff sie so hart du nur kannst. Sei ein Soldat bis zum Schluss. Let's go, Jim. Jimmy, ready? Yes, sir. Go! Fight, 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 fight. Yeah! Attack, 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 attack! Way! Hey! 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 Hey!
Nach 8 Gegnern bin ich endgültig am Ende. Aber ich kann jetzt nicht aufgeben. Steh auf, Jimmy, los! Jimmys Finalkampf gegen 10 Gegner wird immer brutaler. Der letzte Angreifer hat sein Bein unbrauchbar gemacht und ich weiß nicht, ob er den 10. Gegner noch übersteht. Sein Bein ist schwer verletzt. Ich wollte ein paar Mal fast dazwischen gehen. Die wussten, dass sein Bein Moos war und haben weiter darauf eingeprügelt. Come on! Geh in die Mitte, Jimmy. Oh Mann, er hat's geschafft. Und ich wollte mich schon einmischen. Jimmy hat's überstanden, wenn auch nur um Haaresbreite. Jetzt muss auch ich mich 10 Krav Maga Kampfmaschinen stellen. Aber diesmal tragen sie Waffen. Ich mach mir vor Angst fast in die Hose. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Schiss gehabt. Gib dein Bestes. Du kannst das, okay? Behalt die Seiten im Blick und konzentriere dich nicht nur auf Einzelne. Viel Glück. In, go! Du bist erledigt. Stopp! Gib jetzt nicht auf und kämpf weiter. Hol Tiefluft und geh zurück, Doug. Doug hat erst 3 der 10 hinter sich. Doch er muss unbedingt auf den Beinen bleiben. Verlier das Messer nie aus den Augen. Very good. Bleib hinter ihm, Doug, und schütz den Kopf. Good
Greif ihn an, los! Willkommen in der Krav Maga Familie. Jetzt wisst ihr, was die Hölle ist. You did great. I'm very happy for me. Er hat sich tapfer geschlagen. Er ist noch immer auf den Beinen und das macht den wahren Kampfgeist aus. Auf den Straßen geht es nicht anders. Da gibt es kein Zurück. My boy. Thanks a lot. Thanks, bro. How you feeling? Yeah, I'm all right. Good. Good job. Thanks, dude. Proud of you. Good job. Thank you, guys. Thanks, man. Unser Krav Maga-Gastspiel wird uns sicher lange in Erinnerung bleiben. Aber wir sind beide froh, dass es nun vorbei ist. Wir haben also gewonnen? Wir leben doch noch, oder? Fühlt sich nicht so an. Wem sagst du das? Alle sagen, besucht uns bald wieder. Aber das tue ich nur zum Abhängen. Wenn ich nicht kämpfen muss, komme ich gern wieder. Eins verstehe ich nicht. Warum lernt jemand Krav Maga, wenn man für $40 einen Elektroschocker kriegt?